Was ist denn die Waschkampagne? Die Waschkampagne besteht aus einem neuartigen Waschmittel, aus einem Härtegrad-dosierten Waschmittel. Wenn ich es ganz kurz erklären darf, wie das Ganze funktioniert: Jedes Waschmittel enthält einen Enthärter. Und je härter das Wasser ist, desto mehr von dem Enthärter muss ich dosieren, damit die Wäsche sauber wird. Jetzt ist es aber so, dass dieser Enthärteranteil so nur so zwischen 20% und 30% liegt beim Waschmittel. Und wenn ich hartes Wasser habe, dann muss ich fast doppelt so viel Waschmittel hernehmen wie bei weichem Wasser. Und das bedeutet also, nur um den kleinen Anteil Enthärter zu verdoppeln, muss ich den gesamten Rest auch noch verdoppeln vom Waschmittel. Und wenn ich also jetzt das Waschmittel nach dem Härtegrad dosiere, das heißt, ich biete ein Waschmittel an, das speziell für hartes Wasser abgemischt ist, mit einem viel höheren Anteil Enthärter, dann spare ich mir diese Überdosierung der ganzen übrigen Bestandteile im Waschmittel. Der Gesetzgeber verpflichtet die Wasserwerke, einmal im Jahr jeden Verbraucher über die Wasserhärte zu informieren. Oder ich kann auch im Internet nachschauen beim zuständigen Wasserversorger, da ist es in der Regel auch angegeben, welche Wasserhärte man hat. Die Tenside sind eigentlich der problematische Stoff. Sie sind zwar letztendlich abbaubar, die Abbaubarkeit wird allerdings oder gibt der Gesetzgeber nur in einem Standard-Labortest vor. Wie es unter Praxisbedingungen ausschaut mit der Abbaubarkeit, ist wieder ein bisschen eine andere Sache. Aber selbst wenn Tenside sich dann mit der Zeit abbauen, solange sie also im Wasser sind, belasten sie natürlich die Gewässer. Das heißt, je weniger Tenside ich verbrauche, desto besser ist es. Und eigentlich sollte ich nur die Tenside verbrauchen, die ich auch tatsächlich benötige. Alles, was überdosiert ist, geht einfach ohne jede Wirkung in den Ausguss. Und ich glaube, wir haben es in der Keynote am Anfang ganz gehört, das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß, dass man einfach mit der Keule draufhaut und sehr, sehr viel Waschmittel verwendet, und nur um dann zu sagen, okay, auf jeden Fall habe ich den notwendigen Teil erreicht. Also es ist ein unnötiger Verbrauch schlicht. Und also den kann ich verhindern. Waschmittel, der größte private Chemikalieneintrag in die Natur sind. Also es ist schon eine relevante Menge. Also wir haben es so gemacht, die Ersparnis, die wir durch den geringeren Rohstoffeinsatz haben, die haben wir ein bisschen aufgeteilt. Also wir haben es auf der einen Seite dem Kunden als Preisvorteil gegeben, auf der anderen Seite haben wir hochwertigere Grundkomponenten uns vom Hersteller in das Waschmittel mischen lassen. Das heißt, es gibt eine Zertifizierung, die das europäische Umweltzeichen, das hat momentan in Deutschland nur ein Waschmittel oder zwei Waschmittel, bin ich jetzt lieber mal vorsichtig, ich glaube zwei Waschmittel haben es, und wir haben unser Waschmittel so abmischen lassen, dass wir also diese Zertifizierungsvoraussetzung auch erfüllen. Sie können das ja mal vorstellen, was Sie hier haben. Warum haben Sie drei Pakete eigentlich hier liegen? Weil eben für jeden Härtegrad gibt es eine eigene Mischung. Beispielsweise enthält das Waschmittel für hartes Wasser zur Hälfte Enthärter, zur anderen Hälfte die waschaktiven Substanzen. Und bei dem Waschmittel für weichen Wasser ist es eben so, dass der Anteil Enthärter bei ungefähr 10-15% liegt. Zwei Vorteile. Das eine ist, dass es preislich auf jeden Fall unterstes Limit ist und man damit sparen kann. Und das Zweite ist, ich kann es dann noch mit einem reinen Gewissen. Ansonsten, wenn ich irgendwas spare, belaste ich meistens noch mein Gewissen, indem ich ein Produkt kaufe, was billig und schlecht hergestellt ist oder so in der Richtung. Könnte man das zusammenfassen? Nehmen wir ein ganz normales, herkömmliches Waschmittel, machen die Härtegraddosierung und können das dann aufgrund der Ersparnis günstiger anbieten als das billigste Waschmittel in Deutschland. Oder machen wir ein Waschmittel, bei dem wir den Vorteil ein bisschen aufteilen, nicht nur auf das Geld schauen, sondern auch ein bisschen auf die Umwelt schauen und auf die Qualität schauen, und investieren wir die Ersparnis in höherwertigere Grundstoffe. Und wir haben uns für den Mittelweg eigentlich entschieden. Wir haben das, was wirklich nur sehr, sehr schwer abbaubar ist und was in allen Waschmitteln enthalten ist, was die ganz normalen Markenwaschmittel eben leider verwenden und nicht austauschen, weil die Grundstoffe viel, viel teurer sind, das haben wir ersetzt. Deswegen schaffen wir auch oder werden wir auch diese Zertifizierung schaffen. Wir sind nicht nur auf den Preisvorteil gegangen, das hätten wir mit einem herkömmlichen Waschmittel machen können, aber dann wäre es halt mit der Umweltfreundlichkeit nicht mehr ganz so gut gewesen. Mhm.
Also die Aufklärung versuchen wir über die Internetseite zu machen. Wir starten jetzt quasi mit einem Anfangsbestand und die Internetseite soll dann immer mehr aufgebaut werden, also auch in Richtung Aufklärung. Wir haben davor eine Art Waschwiki zu machen, also alles, was eigentlich wichtig wäre zum Thema Waschen, dass wir das auf diese Seite bringen. Ich finde es interessant, in den Unterhaltungen mit vielen Leuten, also wie da der Kenntnisstand ist. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also teilweise besteht auch eine Unsicherheit, was ist ein Vollwaschmittel und was ist ein Colorwaschmittel, wo da der Unterschied ist. Also da fängt es eigentlich schon an. Und das versuchen wir eben auch über die Internetseite, da eben die Aufklärung zu leisten. Dann ist das ein Argument. Der Ansatzpunkt bei mir war und letztendlich für mich der Kick war, ein Öko-Waschmittel so günstig zu machen wie ein herkömmliches Waschmittel. Bei uns ist es so, dass alles, was Öko ist und alles, was positiv ist, dass es auch höher eingepreist wird. Also wenn ich heute, Namen sind gefallen, an Ecovea, an Sodasan oder an solche Waschmittel denke, dann sind die in einem Preisniveau das Doppelte wie ein normales Waschmittel. Und beim normalen Waschmittel rede ich nicht von einem Waschmittel vom Discounter. Das ist nochmal billiger. Und wir sind eben unterhalb des Markenwaschmittels. Und wir sind genauso ökologisch, wenn nicht teilweise sogar ein bisschen ökologischer als Ecovea. Sind die nicht die Inhaltsstoffe von den Öko-Anbietern nicht nochmal andere, weiß ich, zertifizierte Kokosnüsse oder sowas? Zertifizierte Kokosnüsse, ja. Kokosöl, ja, wird ja verwendet auch dabei. Ja, nur da scheiden sich dann langsam die Geister beim Waschtest. Also wenn Sie Grasflecken haben, wenn Sie sonstige Flecken haben, also wir haben diesen offiziellen Waschtest machen lassen. Ich weiß, dass Sie natürlich da mit Öko sehr verteidigen wollen, aber also ich finde, mein Ansatz ist, ein Waschmittel muss in erster Linie zuverlässig und sauber waschen. Das ist meine Grundlinie. Und dann sollte es natürlich noch ökologisch sein. Und die beste Ökologie ist die ich nicht verwende, die Chemikalie, die ich nicht brauche. Und das macht leider kein Öko-Waschmittel. Und wenn ich jetzt noch dazu in den Bereich dieser eigentlich sehr, sehr wertvollen Öle gehe, Kokosöle, das sind sehr, sehr hochwertige, die stehen teilweise in Konkurrenz mit der Nahrungsmittelindustrie. Und wenn ich die bei hartem Wasser, ohne jede Wirkung, einfach nur ins Abwasser gebe, das finde ich ja fast noch trauriger. Bei dem großen Karton besteht natürlich der Nachteil, wenn der einmal offen ist und dieses Waschmittel Luft zieht, dann verklumpt es auch gerne. Also diese kleineren Verpackungseinheiten sind also insoweit sehr, sehr praktisch. Sie müssen also keinen ganzen Karton auf der Waschmaschine stehen haben, sondern können mit einem kleinen Beutel arbeiten und den Rest des Kartons irgendwo deponieren. Das Waschmittel ist in der Form nahezu unbegrenzt haltbar, also das können Sie auch 2-3 Jahre aufheben, da haben Sie auch keine Probleme. Sie könnten es mit der Nachbarin oder mit dem Nachbarn teilen, wenn Sie sagen, das ist Ihnen zu viel. Das alles wäre also mit Einzelverpackungen nicht möglich. Ansonsten sind wir jetzt für den Start erstmal mit einer Standardverpackung mit Plastik gestartet. Dass da natürlich noch Potenzial zur Verbesserung da ist, ist klar. Aber wir müssen da auch ein bisschen vorsichtig sein mit unserem Hersteller, den nicht nur zu einer kleinen Menge zu überreden, sondern gleich auch noch zu einem anderen Material für die Verpackung. Das wäre dann ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Also das ist noch etwas, was wir ja erst in späterer Zeit angehen wollen. Natürlich kann man uns nachahmen. Wobei ich auf der anderen Seite sagen muss, je mehr da mitmachen, also es ist nicht so, dass ich ein Monopol aufbauen möchte. Wenn sich der Gedanke, dass die Härtegraddosierung ein Thema ist, wenn sich der durchsetzt und wenn mehrere Hersteller umschwenken würden, fände ich, wäre es auch ein Erfolg. Also es hat bis jetzt noch keinen gestört, dass die Wäsche nicht mehr riecht. Etwas Interessantes, deswegen sind wir auch drauf gekommen mit diesen Duftstoffen. Ich habe immer auf diesen Produkten gelesen, dass Duftstoffe enthalten sind und teilweise welche Duftstoffe enthalten sind. Und ich dachte immer, dass das so eine werbende Maßnahme ist. Inzwischen ist es ein Gefahrenhinweis. Also es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass ich draufschreibe, es sind Duftstoffe enthalten, weil sie potenziell Allergen sind. Also das heißt, sie können Allergien auslösen. Und diejenigen, die schon Allergien haben, die müssen davor eben gewarnt werden, dass sie dann dieses Produkt nicht verwenden. Also es ist beileibe nicht so, dass es eine Auszeichnung des Produkts ist, sondern es ist ein echter Gefahrenhinweis. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass die Duftstoffe
anders als die Tenside. Für die Tenside ist die Abbaubarkeit nach Labortest gesetzlich vorgeschrieben. Bei den Duftstoffen ist es so, dass einige mittlerweile verboten wurden, weil sie eben nicht abbaubar sind. Es gibt viele, die nur sehr schwer abbaubar sind. Und also das ist eigentlich auch ein ziemlicher Problemstoff. Das Ganze ist jetzt vom Aufwand her beherrschbar. Das heißt, es ist auch kein unkalkulierbares Risiko. Letztendlich, die ehrliche Antwort ist, ich schaue mal, was es mit mir macht. Wenn das Ganze eine Dimension annimmt, wo ich sage, wunderbar, es wirft etwas ab, dann werde ich mich gerne auf den Weg weiter einlassen, weil es eine spannende Sache ist. Wenn ich sage, okay, es funktioniert überhaupt nicht, dann werde ich weiter meine Kanzlei betreiben. Das ist dann der zweite Weg. Also ich werde mich jetzt nicht am heutigen Tag entscheiden, welchen Weg gehe ich, sondern das ist irgendwann eine Entscheidung, die kommt erst später. Letztendlich ist es die gelungene Mischung aus den ganzen Sachen. Also ich bin jetzt keiner, der einen Öko-Feldzug starten möchte und sagt, das darf nicht sein. Mir erschien es einfach nur unlogisch, dass man eine Gesamtmenge über einen kleinen Bruchteil hinweg dosiert. Das erschien mir so unlogisch bei der ganzen Sache und das war die Ursprungsidee. Und von dort aus ist es immer weitergegangen. Ich habe mir einfach überlegt, was mache ich gerade hier, wenn ich wasche, wenn ich zusammenlege? Warum und wieso? Die Gedanken habe ich bei den verschiedensten Dingen. Nur beim Waschmittel war es halt dann auf einmal so offensichtlich, dass das Ganze, ja, für die Waschmittelkonzerne sicherlich Sinn macht, dass ich nur ein einziges Waschmittel für alle Härtegrade habe und dass es sicherlich auch ganz praktisch ist, wenn ich viel Waschmittel verwende, damit ich schnell die nächste Packung kaufe. Das ist allerdings aus unserer Sicht, sage ich jetzt mal, also aus Verbrauchersicht, recht wenig Sinn macht. Die Waschkampagne ist zu 100% momentan aus Komponenten gegründet. Wir haben dankenswerterweise einen Hersteller gefunden, der letztendlich auch die Lagerhaltung des Produktes übernimmt und dann die Pakete auch komplett versandfertig herrichtet und letztendlich das Einzige, was von unserer Seite noch fehlt, der Versandaufkleber ist. Also wir mussten eine Erstmenge abnehmen und den einzigen Druck, den wir haben, ist seitens des Versanddienstleisters, dass er sagt, eine gewisse Anzahl an Kartons pro Woche muss abgenommen oder muss versandt werden, damit ein Paketpreis zu halten ist. Das ist der einzige Druck, den wir haben. Aber ansonsten sind es die berühmten Stückkosten, die da sind. Keine Fixkosten, keine Lagerhaltung, kein Personal, keine sonstigen Fixkosten.